Hallo und herzlich willkommen zu einer Mod-Vorstellung und wieder nach langer Zeit hier auf dem Kanal. Diesmal 5.15er. Sowohl meine erste 5.15 auf dem Kanal. Ich möchte euch heute mal einen schönen Roboter vorstellen, den ich gerade auf Modlosser gefunden habe. Und zwar ist das der... Da haben wir, ne? Der Consatilpyros. Ja. Hat ein Brand von Case. Ich weiß, ob er das direkt von der Firma Case ist, weil wir auch in einem Case Skin haben, nämlich quasi für zwei verschiedene Skins. Er hat eine Arbeitsbreite von 5 Metern, Unterhaltskosten 15 Euro am Tag. Eigentlich relativ viel für das veraltete Modell, aber okay. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Wir haben hier den schönen Gruber. Er ist schön texturiert, schön alt vor allem. Wenn man sich das mal anguckt. Er hat leider drei Fehler, zwei Texturen sind zu groß und die Dirt Normal Datei wird nicht gefunden, sprich der Grubber wird nicht dreckig, wenn ihr damit fahrt, was aber auch kein Problem sein sollte, weil er hat so eine alte, rostige, schon dreckige Textur, sollte eigentlich relativ egal sein. So, er hat aber die schönen verbauten Partikelsysteme des 15ers und halt auch die animierten Systeme, was mir sehr gut gefällt, ehrlich gesagt. Wir senken den Grubber mal. Sprich, wir haben die ganz normale Animation verbaut. Alles ganz normal. So, mal ein bisschen schneller laufen. So, es dreht sich alles, wie sich drehen muss. Die Animation ist, wie sie sein muss. Und er fliegt auch gleichzeitig. Na? Also alles so quasi, wie es sein soll. Viel gibt es nichts zu sagen. Er ist leider nicht zusammenklappbar. Hat außer Heben und Senken, sprich zum Flügen, Grubbern, keinerlei Funktion leider. Ist auch nicht unbedingt was für einen neuen Trecker jetzt. Ich denke mal so eher DDR-Gerätschaften und Co. Denke ich mal. Mehr bleibt nicht zu sagen. Download-Link in der Beschreibung. Viel Spaß beim Spielen mit dem Mod. Bis zum nächsten Mal, Vorstellung, euer Kalli.